Moin moin liebe Leute, willkommen zurück zu Super Mario 64. Heute habe ich wieder einen Gast dabei und es ist der André und der André darf jetzt wieder reden. Hallo André, du darfst wieder reden. Phase, blablabla, Phase. Ja. Hallo, Magus, Homie, was auch immer du bist. S. Ein S bin ich. Okay, ich bin ein S, yay. Leute, schreibt mich als S an. Ich bin kein R mehr oder keine Sie mehr, ich bin ein S. Ja, wie gesagt, ich habe den perversen André wieder dabei, weil er halt pervers ist, ihm langweilig ist und er gerade wieder am Schimmeln ist. Schimmelphase 15.2.10. Interessantes Datum und ich habe es gleich geschafft und sogar noch schneller als in der Probe. Ja, ich mir ist noch aufgefallen, dass ich den Stern ja eigentlich vergessen habe. Nein, den will ich gar nicht, ich will den Zeitstern. Den habe ich nämlich vergessen gehabt, das letzte Mal zu holen. Oh, Gott. Der Idiot halt mal wieder. Vergisst eben einfach alles. Ach komm, André, halt die Klappe. Auf den kann man sich nicht verlassen. Also, wenn ihr den irgendwie mal trifft und ihr fragt, ob er euch für euch was machen... Ihr fragt. Genau, fragt genau, mich. Fragt ihn nicht. Er macht's bestimmt nicht. Er vergisst es. Und falls er es doch nicht vergisst, dann macht er nur Scheiße draus. Ach komm, lass mich in Ruhe, du magst mich nicht. Zum Beispiel, wenn ihr sagt, dass er für euch zum Beispiel, sagen wir mal, ein Spiel kaufen, so, sagen wir mal, was für ein Spiel. Ich muss kurz überlegen, was für ein Spiel. Nee, was für ein Spiel du für jemanden kaufen sollst. Hast du irgendeine Idee? Nein, aber ich habe eine Idee. Du könntest vielleicht nicht mehr so ins Mikrofon atmen. Das ist mir eben schon aufgefallen. Besser? Ja, danke. Oh yeah. Ich meine, mich stört's nicht extrem, aber naja, gut, es kann trotzdem nerven. Genau, sagen wir mal, wenn der S für euch zum Beispiel Assassin's Creed kaufen soll, minderwertig. Oh, erwähnen das Spiel nie wieder in mein Let's Play. Genau, deswegen erwähne ich es ja. Und er würde euch kein Squid holen, sondern Hello Kitty. Oh ja, Hello Weil Kitty. Er irgendwie Hello Kitty besser findet als Assassin's Creed. Und das würde er mit allen anderen Spielen machen. Egal auf Call of Duty oder sonst irgendein Scheiß. Nein. Na gut, ich dachte, ich kenne die Reihenfolge noch auswendig. Siehst du noch alles? Also siehst du alles gut oder schlecht oder sehr gut? Natürlich sehe ich noch alles sehr gut. Du guckst gar nicht zu, du schreibst lieber oder guckst irgendwelche Hintersachen. Du Schwein. Ich schau nebenbei zu. Also mein linkes Auge ist auf dein Dings. Du sollst nicht schielen. Also mein linkes Auge ist auf dich gerichtet und mein rechtes Auge ist auf Hentais gerichtet. Okay. Mach mal deine Webcam an, denn das nehme ich nicht auf, natürlich nicht. Und ja, dann würde man sehen, wie du schielst. Nein! Na doch! Nee! Na komm! Nee! Ach komm! Nö! Ach komm! Kannst du knicken? Dann halt nicht. Gut. Ich hab dich bis jetzt nur einmal gesehen. Einmal! Echt? Hast du mich mal gesehen? Ja, wo du einen Livestream gemacht hast, dann ganz schnell kurz dunkel gemacht hattest und dann ging's ratzifatzi da. Und ja, dann hast du dich mal kurz gezeigt gehabt, weil ich gefragt habe, ob du dich mal kurz zeigst. Ah, okay. Ja, scheiße, wenn man alt wird, aber... und es nicht mehr weiß. Ja. Ich wette, mein komplettes Hirn schon komplett vernebelt. Ja, du bist ein bisschen benebelt, aber nur ein bisschen. Ein bisschen. Ja. Nur ein bisschen. Aber nur ein kleines bisschen. Nee. Minimal bisschen. Ja, jetzt übertreibst du. Das ist wirklich nur ein mini bisschen. Ich sagte, jetzt übertreibst du. Bisschen. Ah.
Ja, okay. Also ich dachte eher, du erzählst wieder irgendwas Interessantes, irgendeine Ja, interessante also Geschichte. ich bin nur so ein Viertel auf dich gerichtet in der Let's Play, weil, ja, also, ja, okay, mach mal Ein weiter. Viertel, okay, noch besser. Ich mach den Hentai aus, dann bin ich vielleicht nur in der Hälfte auf dich fixiert. Also, warte, ein bisschen rumklicken. Du Schwein, ey. So, jetzt ist der Hentai aus, leider. Nicht leider, das hast du doch gern getan. Also, ja, du, welches Unterwasserlevel ist es schon wieder? Oder besser gesagt, wie viel Stern hast du schon wieder? Ich habe 28, also das wäre dann der 29. rein rechnerisch. Und ja, dann glaube ich, muss ich noch drei machen und dann gehe ich zu Bowser, mach da, hol zwei Sterne und dann kann ich ja mehrere Level wieder betreten. Okay. Ja. Wie das klingt, ne? Also und was für ein Part ist das? Ich schaue nicht sehr oft deine Let's Plays, deswegen weiß ich Du, das noch nicht es ist so. noch gar kein Part oben in der Ach Theorie. so. Oh. Deswegen. Ja, das kommt noch, weil derzeit habe ich noch genug zu ja, hochzuladen, deswegen brauche ich das noch nicht wirklich hochladen. Das wäre, glaube ich, der 9. Part, wenn ich mich nicht täusche. Ich glaube, der 9. war es. Der 9. Okay. 9., 10., hängt ab, wie lange wir aufnehmen. Okay. Da freust du dich nicht, du bist im Internet. Ach nee, warst du ja auch so schon mal, du hattest ja auch mal Let's Plays gemacht. Ja, weil ich meinen Computer nicht habe, kann ich sie auch nicht machen. Beschissene Brüllen. Ich hoffe, die schauen das jetzt nicht irgendwann mal an. Ich glaube, sonst würden sie wieder vor meiner Haustür stehen. Ja, die erkenne ich über Stimme. Ist klar. Natürlich. Und Die ist. erkennen mich wirklich über Stimme. Ja, okay, die kennen dich schon sehr gut mit über Stimme. Ja, ich verstehe schon. Naja. Ey, in der Schule, da müssen wir gerade so zur Zeit so einen beschissenen Aufgaben machen. Einen zweisätzigen Aufsatz. Mein Arbeitstag in 5 Jahren habe ich ihm geschrieben. Um 6 Uhr morgens muss ich im Gefängnis von Deutschland als Sträfling aufwachen. Warum ich da bin, ich habe ein bisschen viel Dings, klar. Ja, egal. Der Lehrer hat gesagt, neu schreiben. Neu schreiben. Was ein böser Arschloch. Ja. Und pass auf, dass der Lehrer nicht zuschaut. Es gibt so einen auf dem Deckel. Der ist auch so ein mieser Wichser. Hallo, Herr Lehrer. Ich sag besser jetzt nicht den Namen. Sonst sagt er, ich zeig dich an. Ach, Das ist, warum denn? Hallo, Dings wie. Lehrer XYZ. Ne, wie heißt er denn mit Vornamen? Genau. Hä? Wie heißt er mit Vornamen? Christian. Dings, wir tun jedes Mal den verarschen. Jemand heißt auch in unserer Klasse Christian. Immer wenn ich strecke und er hört nicht zu, schreie ich jedes Mal Christian, Christian. Dann sagt er zuerst Strafarbeit. Ich meinte doch gar nicht sie, ich meinte den da. Das regt ihn jedes Mal so aus und auf. Wieso Strafarbeit? Ich meine, ist es nicht erlaubt, den Lehrer mit Vornamen bei euch irgendwie so zu ärgern? Nein, ist nicht erlaubt. Okay, bei uns eigentlich auch nicht. Ich sag ihm Okay. eigentlich. Nee, also bei uns an der Schule nennen wir eigentlich gar keinen wirklich mit Vornamen. Wir wissen zwar ab und zu, aber halt anquatschen mit denen oder ärgern tun wir eigentlich nicht wirklich. Eine hatten wir ja, aber die ist in Rente. Schon lange. Die haben wir gerne mit Vornamen geärgert. Ja, ich bin ein ganz, ganz böser Junge. Sicher. Nein. Ich bin eigentlich ganz nett, friedlich. Es glaubt nur immer keiner. Natürlich glaubt es dir niemand. Warum? Was habe ich getan? Weil du ein Markus bist? Hey. Darf man dich in deinem Let's Play Markus nennen? Nee, doch, aber was hat das jetzt mit mir zu tun? Ja, hallo? Schau dich doch mal an. Hey, du hast mich nicht wirklich im Leben gesehen. Ich hab dich einmal gesehen und das war zwar vor 3 Tagen, trotzdem, ich kann diese Hackfresse jeden. Ich bekomme Albträume von deiner Hackfresse. Also. Du bist so ein Mieser. Wart mal ganz kurz. Wichser. Ich hab's nicht gesagt, ich hab's nicht gesagt, ich hab mich zusammengerissen und stand, komm her. Das ist so fies. Er hat mich eigentlich gar nicht gesehen vor 3 Tagen, es war eigentlich schon länger her.
Na komm, na doch. Umdrehen. Du sollst das Schiff nicht hochlatschen, du. Danke. So, wenn ich jetzt hier nicht so unintelligent bin und runterfalle, habe ich gleich die 8 Sterne auch zusammen. 8 Sterne, 8 Münzen, 8 roten Münzen. Und ja, mal gucken, wann der andere wiederkommt. Und ich kann ja auch sagen, nebenbei, warum ich ihn genommen habe, es ist keine Online und ja, ich wollte eigentlich wieder aufnehmen und ja. Ja, er hat die Ehre, öfters mal dabei zu sein. Da er ihm sowieso immer oft langweilig ist, nutze ich irgendwie auch gleich die Chance. Ich bin ganz kurz AFK, bis gleich. Ja, natürlich. Du hast 30 Power-Sterne gesammelt, jetzt kannst du die Tür mit dem großen Stern öffnen, aber warte noch einen Moment. Hast du die beiden Säulen in den Boden gestampft und du hast doch wohl nicht deine Mütze verloren, oder? Wenn ja, musst du den Riesengeier mit einem Stampfattacke besiegen. Ach ja, Bowser hält sich jetzt im Untergrund auf. Stimmt noch gar nicht, weil wir haben ihn noch. Ah, ich glaube, die Mütze kriege ich noch nicht, oder? Fliege zu den Steinsäulen, das kann ich noch machen, aber die andere Mission kann ich nicht machen. Okay, zu Steinsäule. Mann, ob ich das gleich beim ersten Mal hinkriege? Gute Frage, nächste Frage, ja? Willkommen zurück. Markus? Ja? Ich bin in 10 Minuten wieder da. Warum? Der macht das ernsthaft noch. Der. Okay, das haben wir gleich beim ersten Mal geschafft. Okay, dann lässt er mich halt noch ein bisschen alleine. Ich kann ja auch noch alleine entertainen, so ist es ja nicht. Gut, dann darf er mir nicht beim Bowser-Kampf zuschauen. Schade, schade, schade. Armer André, keine Ahnung, was der jetzt vorhat. Tudu. Fliege zu den Steinsäulen. Haben wir geschafft und uns bleibt jetzt nichts anderes übrig, weil die andere Dings kriegen wir noch nicht. Okay, gut, da kommen wir auch noch nicht hin. Schade, schade, schade. Jetzt bleibt uns echt noch der Bosskampf. Wie ich mich darauf freue. Sarkasmus. Freut mich. Ja. Machst du fein, Mario. Machst du echt fein. Ich hätte gerne jetzt in dem einen Level eben das noch geschafft, aber... Ja, Bowsers Fratze zu sehen. Oh, jetzt war's über Peach. Huhahaha. Ich wusste, dass du mir in die Falle gehen würdest. Du solltest öfters auf deine ulkigen Füße schauen. Mach ich doch gerne, Bowser. Mach ich doch gerne. Immer wieder gerne gesehen. Geschehen. Da es hier 8 rote Münzen gibt, darf ich nochmal zurück. Und waghalsige Kletteraktionen machen. Und sogar runterfallen. Na gut, was soll's. Ich habe ja noch ein paar Leben. So ein Mist. Sollte ich nur ein Leben haben, werde ich vielleicht irgendwie ein Safe State anwenden oder. Keine Ahnung, mal gucken. Wuhaha. Ja, ja, kennen wir schon alles. Ja. Gut. Was kann ich sagen? Das kann ziemlich fail werden, was ich hier mache. Vorhabe. Obwohl, von der Perspektive habe ich es eben nicht betrachtet gehabt. Okay. Ich bin es gewohnt, dass man die Kameraeinstellungen nicht so wirklich drehen kann, so gut zum Gunsten. Mario, du bist böse. Du bist so ein... Ah, unfähiger. Unfähiger. Mensch. Oh. Mamma mia. Ja, ja, komm, ab rein hier. Unsichtbare Wand geknutscht, ist klar. Da kommen ulkigen Füßen hin oder her. Warum hat mich die Flamme ausgerechnet und da erwischt? Umdrehen. Springen. Und Kamera gleich wieder drehen. Echt jetzt? Oh Mann. Okay. Okay, okay. Markus, bleib ruhig. Du bist zu voreilig. Du bist zu schnell. Du bist Deutschland. Nein, Quatsch. Ja, ich bin ein bisschen. Vielleicht. Naja, man kann es nicht aufgeregt nennen, aber. Unkonzentriert. Kann man sagen. Unkonzentriert, ja. Kann man sagen. Einfach kann man sagen. Oder einfach nur unfähig.
Genau, warum kannst du das nicht tun? Warum? Nein. Das kann Mario nicht. Nein, das kann er nicht. Hau ab. Danke.